Willkommen zu einem weiteren Schrein-Guide für Ghost of Tsushima. Diesmal mit dem Schrein am Schlangenberg und der befindet sich genau hier an dieser Stelle. Und zur Orientierung ist hier oben Burg Kaneda und ja, hier unten ist der Schrein. So. Also ihr braucht dazu auf jeden Fall den Enterhaken, den ihr mit einer Quest mit Ryuzo automatisch im Storyverlauf bekommen werdet. Und den müsst ihr hier benutzen. Hier ist die Brücke kaputt, aber rechts seht ihr so einen Baumstamm. Und da geht ihr mit dem Enterhaken ran. Hier genauso das gleiche. Zieht euch schön hoch. Und hier links ist so eine kleine Spalte, wo ihr durch könnt. Wenn ihr wieder im Freien seid, dann müsst ihr hier auf dieses kleine Vorsprungsding da springen. Und dann geht ihr nach unten. Dann springt ihr nach rechts, haltet euch mit dem Enterhaken fest und geht nach unten. Lasst euch fallen. Und dann durch diese Spalte hier durch. Dann müsst ihr hier oben mit dem Enterhaken wieder ran an diesen Ast. Und euch wieder mal durchquetschen. Ein kleiner, längerer Tunnel diesmal. So, dann seid ihr wieder im Freien. Dann geht ihr hier rechts hoch. Hier könnt ihr euch wieder festhalten. Und Achtung, ihr müsst jetzt nach oben. Nach oben, da ist dieser Enterhakenpunkt. Dann lauft ihr hier weiter. Hier hoch. Und mit dem Enterhaken wieder hier ran. Ja, jetzt ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Das solltet ihr nicht machen. Ihr müsst nämlich hier nach links einfach und dann hoch. Und dann könnt ihr hier oben drauf. Schwingt schön. Und wieder. Wieder hoch. Und jetzt spielt ihr ein bisschen Indiana Jones. Indem ihr euch von Ast zu Ast mit eurer Peitsche, sag ich mal, schwingt. Und wir sind schon am Tempel angelangt. Also, falls euch das Video gefallen hat, Like, Kommi, Daumen nach oben, alles, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Spaß mit dem Game.